Hallo und herzlich willkommen an Bord auf unserem gemeinsamen Flug in eine aufgeräumte Zukunft. Du möchtest die Kontrolle über deinen Besitz zurück und vielleicht auch andere Bereiche deines Lebens? Dann ist diese Destination genau die richtige für dich. Dieser Flug wird durchgeführt in Kooperation mit der KonMari-Methode. Deine Flugzeit ist individuell und dein Gepäck sollte nur noch die Dinge beinhalten, die dich wirklich glücklich machen. Ich darf dich nun noch bitten, alle elektronischen Informationen bis auf diesen Podcast auszuschalten. Mein Name ist Daniela Slesak und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleitung. Aufräumen, loslassen, fliegen wünscht dir nun eine angenehme Reise. Hallo und herzlich willkommen. Katrin Hasenburger ist heute bei mir im Gespräch. Und warum ich Katrin eingeladen habe, weil sie eine ganz spannende Person ist. Und zwar ist sie Autorin des Blogs Brandenburger Fenster und neuerdings auch Autorin für den Blog vom Achtsamkeitskalender Ein guter Plan. Was mich besonders an Katrin interessiert hat, ist, dass sie in einer Art Tiny House teilweise lebt und vor allem arbeitet. Und ganz wichtig, Katrin ist auch zertifizierte KonMari-Beraterin. Sie lebt seit 2017 in der Uckermark. Sie ist aus Berlin in die Uckermark gezogen und steckt dort in den Babyschuhen eines Hofprojekts. Katrin, herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Was sind das denn für Babyschuhe und was ist das dann für ein Hofprojekt? Ja, also diese Babyschuhe sind in Wirklichkeit Kinderschuhe, ja. Die ich jetzt im Nachhinein festgestellt habe. Okay. Aber ich bin sehr frisch umgezogen auf diesen Hof hier und ja, darum fühlt es sich immer noch so ein bisschen nach Baby an und noch gar nicht so richtig nach Kinderschuhen. Ja, was das für ein Hofprojekt ist. Ja, wir haben hier viele Ideen, die gehen über einen riesigen Garten und bis hin zu interessanten Übernachtungsmöglichkeiten und Veranstaltungen und vielleicht auch einem kulinarischen Angebot. Und es gibt ja viele Ideen und wir müssen nun sehen, wie sich diese ganzen Ideen mit der Realität dann vertragen, mhm. Und suchen auch noch Mitstreiter für dieses Projekt. Und ja, aber es gibt sehr viel Anfangsenergie und ja, seit gestern haben wir zum Beispiel so eine Art kleines Heubodenhotel auf dem Dachboden. Super. Also es entstehen irgendwie jetzt sehr schnell immer wieder ganz interessante neue Sachen. Ja, wie das immer so ist in solchen Projekten, ne? Da geht es immer mal in eine andere Richtung. Heute unser Thema, warum ich dich auch eingeladen habe, soll ja auch sein, Life-Changing, wie das berühmte Buch von Marie Kondo, The Life-Changing Magic. Ist es ja nicht nur immer aufs schnöde Aufräumen zu beziehen oder vielleicht ist das tatsächlich auch nur der ganz kleine Anfang, der immer so mit denen die Sachen so anfangen. Also du bist also aus Berlin in die Uckermark gezogen. Hat das irgendwas damit zu tun mit dem Life-Changing oder war das immer ein Wunsch oder ist das durch Zufall entstanden? Erzähl mal ein bisschen von deiner Stadtflucht. Ja, also dieser Wunsch aufs Land zu ziehen, der entstand ja, oder hatte wahrscheinlich so seine Anfänge 2015, als ich einen Roadtrip gemacht habe in den USA mit einer Freundin. Da hatten wir viel Zeit, uns auszutauschen. Es gab viele Blicke in die großen Weiten der USA und da sind die Gedanken gewandert und ja, da kam irgendwie diese Idee auf und 2016 hat sich das dann konkretisiert und da habe ich dann erste Besuche in Brandenburg abgestattet und für 2017 dann ich habe 2017 dann als Probejahr auf dem Land ausgerufen und das auch gemacht und die Entscheidung, die fiel dann aber sehr viel schneller, als ich mir eigentlich Zeit gelassen hatte. Und ja, dann bin ich 2017 eben auch
relativ bald dann umgezogen und damit stand die Sache fest. Und ja, die tiefer liegenden Gründe dafür sind in erster Linie da zu suchen, dass das Stadtleben für mich zu dem Zeitpunkt in Berlin einfach keinen Sinn mehr ergeben hat und dass ich festgestellt habe, dass sich meine Bedürfnisse verändert haben, dass ich mich verändert habe, dass Werte, die eine Weile vielleicht etwas verschütt gegangen waren, wieder neu erstarkten. Und ja, als ich dann Marie Kondo kennengelernt, also durch ihr Buch natürlich erstmal kennengelernt habe, ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, wie da eben der Zusammenhang ist, also wie sehr dieser Zusammenhang zwischen Aufräumen, was jetzt vielleicht nicht so ganz intuitiv direkt einem vielleicht erstmal eingängig ist, aber dass eben dieser Zusammenhang zwischen Aufräumen, sein Leben aufräumen, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen, was man hat, wo man steht, wo man hin will, und dass ja dieser life-changing Aspekt, dass es da eben einen sehr starken Zusammenhang gibt und dass dieses Aufräumen einem da extrem bei helfen kann, wenn man etwas in seinem Leben verändern möchte. Also das Aufräumen stand am Anfang, nicht unbedingt mal am Anfang, ne? Am Anfang stand dieser Roadtrip in den USA, dann hast du gemerkt, irgendwie du brauchst mehr Weite wahrscheinlich im Blick. Das ist ja oft, was uns Städtern fehlt, dass man dann merkt, man so Natur irgendwie macht das mehr mit einem oder gehört mehr zu unserem System, als wir uns vielleicht manchmal zugeben wollen auch. Und du hast auch gesagt, am Anfang jetzt nochmal auf dieses Hofprojekt zurückzukommen. Also du hast diese Reise gemacht, hast Marie Kondos Philosophie oder Methode kennengelernt und hast dann dieses Probejahr eingerufen und hast jetzt aber auch in Bezug auf das Hofprojekt erwähnt, dass sich die Dinge auch immer ein bisschen verändern, so ein bisschen organisch. Es ist zwar life-changing, aber life-changing ist eben auch, mal nach links und rechts zu gucken. Also die Pläne ändern sich. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was drüber sagen, ob das immer ganz straight war, so wie du das geplant hast, dass du es auch durchgezogen hast? Oder haben sich da die Wege einfach auch manchmal verändert? Und das war auch gut, dass sie sich verändert haben. Also ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Erzähl mal vielleicht ein bisschen darüber. Ja, also ich habe ja erst die Entscheidung getroffen tatsächlich, also nochmal kurz zurück, bevor ich auf deine Frage jetzt antworte. Also ich habe ja nicht das Buch gelesen, war dann in Amerika und habe Entscheidungen getroffen dann, sondern es war ja andersrum. Ich habe auf diesem Weg aber eben, also es hat trotzdem weiter großen Einfluss gehabt, als ich dann festgestellt habe, wie viel gezielter man das eben mit dieser Methode erreichen kann. Also bei mir war es jetzt so, dass das sozusagen natürlich passiert ist und dass ich ja von selbst von so einer Vision erwischt wurde sozusagen, von meinem Traum vom Landleben. Aber das, ja, manchmal hat man ja auch einfach das Gefühl so, ich würde gerne irgendwie was verändern, aber ich weiß eigentlich so gar nicht genau was. Und da kann eben diese KonMari-Methode ganz entscheidende Hilfestellung geben. Das war mir jetzt noch wichtig zu sagen. Nun zur Stetigkeit der Pläne. Also für mich war es so, dass ich immer einen Blick für das große Ganze hatte. Also bin ein sehr planungsvoller Mensch und fühle mich innerhalb von Plänen sicher und wohl. Das heißt aber eben nicht, dass ich die nicht auch ständig anpassen muss. Und es bewegt sich immer innerhalb eines großen Rahmens, aber zum Beispiel
hat sich meine Idee von der Selbstversorgung, die ich als Wahlberlinerin, die dann in die Uckermark geht, klischeehafterweise natürlich auch hatte und ja irgendwie auch ein Stück weit immer noch habe, diese Vorstellungen, die haben sich natürlich an die Realität angepasst und man weiß dann, was man wirklich schaffen kann und was nicht und ja, findet eben das richtige Maß dafür, wie es einem halt noch gut tut oder eben auch nicht. Und mit der Entwicklung des Baus meines Tiny Houses ist es auch so gewesen, dass ich da zum Beispiel die Vorstellung hatte oder der Plan war, dass ich da komplett autark drin lebe eines Tages. Und mit dem Umzug, den ich jetzt gerade gemacht habe, stellt sich heraus, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt und dass das jetzt eben ein Teilzeitwohnen wird in diesem kleinen Häuschen und dass das mein Schlaf- und Schreibraum ist und ein weiteres Wohnzimmer und man sich eben auch immer an die Umstände anpassen muss und sollte, die man aktuell vorfindet, ungeachtet der Pläne, die man original entworfen hat, weil das Leben halt immer weitergeht und sich am laufenden Band verändert und man dann eben auch immer gucken muss, was ist jetzt in diesem Moment gerade das Beste. Also erstmal eine Vision haben, aber dann doch immer wieder nachjustieren. Da drin, ne? Flexibel und beweglich bleiben, genau. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Tiny House. Wie gestaltet sich da dein Arbeitsalltag drin und warum hattest du überhaupt das Bedürfnis, musst du ja gehabt haben, sonst hättest du den Plan ja nicht ausgeheckt, dass du in so einem kleinen Raum arbeitest. Erzähl mal ein bisschen darüber, was dich daran gereizt hat, an diesem Tiny House, an diesem kleinen Häuschen. Ja, also ich fand die schon immer sehr, sehr toll. Also vor vielen Jahren dachte ich, ach Mann, diese Tiny Houses, die sind so schön, aber ja, sowas kommt für mich ja nicht in Frage. Das ist ja viel zu teuer und viel zu kompliziert und überhaupt und alles, das geht ja gar nicht. Da wurde ich dann eines Besseren belehrt und ich habe es dann mit der Hilfe vieler Freunde gebaut. Und was mich daran gereizt hat, war diese Übersichtlichkeit, also diese kleine Einheit für mich selbst. Also, dass man ja unmöglich irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Leichen im Keller haben kann. Stimmt. Also, dass man halt definitiv mit seinem ganzen Hab und Gut so aufgeräumt sein muss, dass man eben das Leben auf diesem kleinen Raum möglich machen kann. Das war auch, als ich den KonMari-Prozess durchlaufen habe, tatsächlich meine Vision. Also wie sieht mein Leben in diesem Haus aus? Und das hat mich einfach fasziniert, eben das zu haben, was man wirklich braucht und gar nicht diese Ausweichmöglichkeit auf andere Räume, Keller, Dachböden und so was weiter, auch immer zu haben. Ja, Leiche im Keller oder Leichen sogar im Keller, finde ich ein schönes Bild dazu. Also heißt, du hast das Tiny House auch gewählt, um einfach fokussierter arbeiten zu können, oder du wusstest das ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, aber du hast dir das vorgestellt, aber du wusstest auf jeden Fall, du brauchst nicht viel Ablenkung und möchtest... Ja, nicht nur fokussierter arbeiten, sondern tatsächlich einfach auch fokussierter leben. Tatsächlich. Ja, so, stimmt. Nichts weniger, nichts Geringeres als das. Ja, nichts Geringeres, aber es ist ja gar nicht so einfach, wie wir immer feststellen in unserer Arbeit, ne? Die überhaupt zu wissen, was brauche ich, was will ich und was ist denn... Ja, aber das lernt man in diesem Prozess ja auch. Und wenn man es dann einmal richtig gemacht hat, dann ist halt gut. Dann ist gut, ne? Genau.
Ja, du hast ja auch vorhin schon erwähnt, du hattest auch Hilfe von außen. Wer hat dir da alles so geholfen? Und war das, worauf ich hinaus möchte, ist einfach, manchmal sträuben wir uns ja als Menschen, als Personen, andere anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Und wie war das? Erzähl das mal. Du bist da aufs Land gegangen, gezogen und hast dann auch Hilfe bekommen von außen. Haben die dich nicht erstmal betrachtet, wie die, ist ja irgendwie ein bisschen schräg, da kommt die aus der Stadt und zieht hierher? Oder wie war das gleich von Anfang an selbstverständlich, dass die dir helfen und dass du Hilfsbereitschaft erfährst? Ja, das sind auch viele Fragen. Ja, sorry, geht mir so viel durch den Kopf. Ja, ist schon okay. Ich versuche es etwas zu sortieren. Ja, danke. Also, ja, ich habe unfassbar viel Hilfe erfahren und tue das auch immer noch. Und es war sehr, sehr schwer für mich, diese Hilfe anzunehmen teilweise oder überhaupt in der Position zu sein. Oder naja, habe ich mich ja selbst in diese Position gebracht, um Hilfe bitten zu müssen, weil ich vorher noch nie irgendwas in meinem Leben gebaut habe. Und ja, das natürlich ein ziemlich ambitioniertes Projekt war, mal halt so ein kleines Häuschen zu bauen, wenn man eigentlich nicht mal weiß, wie ein Vogelhaus geht. Und ja, ich habe ganz maßgeblich Hilfe von besonders einem Freund erfahren, wofür ich ihm bis ans Ende aller Tage dankbar sein werde. Und ich habe so viel und tolle Hilfe bekommen, dass es mich wirklich oft zu Tränen gerührt hat tatsächlich. Mhm. Und ich habe das als extrem wichtig erfahren, das zu lernen für mich. Also sehr viele Menschen haben Schwierigkeiten damit, um Hilfe zu bitten, Hilfe anzunehmen, gehen davon aus, dass sie immer alles alleine können müssen. Und alle Sätze, die mit immer und alles, also die das beinhalten, da kann irgendwas nicht stimmen. Und mir ist bewusst geworden, wie viel Freude es anderen auch macht, helfen zu können. Ich weiß ja selber auch, wie viel Freude es macht, zu helfen. Ja. Ich helfe unfassbar gerne. Und da wird mir nichts weggenommen, sondern da wird mir auch was mitgegeben. Und das habe ich mir auch irgendwie vor Augen gehalten während dieses Bauens. Und wir haben einfach auch tolle Zeiten und tolle Wochenenden gehabt. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen vergessen, was du zuletzt gefragt hattest. Ach so, ob die Leute hier Nachbarschaft und so, ne? Mhm, genau, die Hilfsbereitschaft, ja, genau. Ja, also ich habe hier in dem Dorf, in dem ich jetzt lebe, die Nachbarschaftshilfe als sehr, sehr ausgeprägt und total positiv erfahren. Und ja, also natürlich. Haben die dich mit offenen Armen empfangen? Das war noch so eine kleine Zwischenfrage, die ich gestellt habe. Waren die da gleich begeistert oder haben die erstmal gedacht, nanu, jetzt kommt jemand hier aus der Stadt und zieht hierher? Ja, also die Brandenburger sind, glaube ich, generell meistens nicht so super begeistert über die Berliner, die dann nach Brandenburg kommen. Ich glaube, dass das aber auch maßgeblich damit zusammenhängt, wie man auf die Leute zugeht. Und absolut. Ich habe jedem die Hand entgegengestreckt und mich vorgestellt. Und das macht, glaube ich, wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied. Es gibt, glaube ich, viele Berliner, die nach Brandenburg kommen, die ja sich dann vielleicht nicht weiter für das Dorf interessieren und sich nicht so richtig einbringen und so weiter. Und ja, ich habe da die Türen und das Herz eigentlich immer so offen wie möglich gehalten. Und dasselbe ist mir dann auch entgegengekommen. Also das ist, glaube ich, ein klarer Fall von, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Und das ist bei mir sehr positiv verlaufen. Und dementsprechend hast du auch Hilfe empfangen, auch also von fremden Leuten, sage ich mal. Es sind ja erstmal Fremde. Ja.
Also mein Nachbar zum Beispiel, mein einer Nachbar, hat mir mein Häuschen hierher gezogen mit seinem Trecker. Und super. Das werde ich ihm auch niemals vergessen. Sehr schön. Ja, das ist schon sehr schön. Also ohne den wär's nicht gegangen, hätte ich nicht gewusst, wie ich es machen soll. Sehr schön. Also du hast ja gerade beschrieben, dass es manchmal uns auch schwerfällt, obwohl wir eigentlich das ja mit Leib und Seele und Herz und Seele tun, anderen Menschen zu helfen in ihrer Not, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass sie sich da von Ballast befreien wollen. Du als KonMari-Beraterin, was ist denn sozusagen dein wichtigster Tipp? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade einen schönen Bogen geschlagen habe, aber ich mache es jetzt einfach mal. Was ich eigentlich sagen will, dass man ja immer beide Rollen ausfüllt. Ne? Einerseits ist man ja selbst Berater und gibt Hilfe oder bietet Hilfe an, und andererseits nimmt man eben auch gerne Hilfe an. Und in diesem Prozess des Beratens ist es ja immer so, ich lerne immer von meinen Klienten, immer. Und ich gebe ihnen natürlich, sie laden mich ein, ich helfe ihnen, aber ich lerne immer von ihnen. Das ist ganz interessant. Und ich glaube, das ist auch so im kleineren Bereich, dass man sagt, man zieht irgendwo hin und der Nachbar kommt und zieht mit dem Trecker und du erzählst ihm eine schöne Geschichte und schon hat er von dir wieder irgendwas gelernt. Also das ist, glaube ich, das, was ich sagen wollte in Bezug auf die Beratung, auf die Hilfestellung geben und annehmen. So, jetzt nochmal zurück zur KonMari-Berater-Funktion, die du ja auch hast. Gibt es irgendetwas, was du deinen Kundinnen und Kunden gerne mitgibst, außerhalb der Ordnung sozusagen? Gibt es da irgendwas? Ja, also ich habe mich mit meiner Arbeit als KonMari-Beraterin habe diesen Fokus auf Nachhaltigkeit definitiv, weil ich das eben für unfassbar wichtig halte und versuche da so ein bisschen einen Raum zu öffnen, das eigene Konsumverhalten zu reflektieren und auch Tipps zu nachhaltigen Möglichkeiten zu geben. Und ich glaube, dass an dieser gemeinsamen Arbeit eben diese gemeinsame Erfahrung so wichtig ist. Also dass man eben nicht alleine vor diesem Berg steht, den man da durchzusortieren hat, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass das eben zu einer gemeinsamen Erfahrung wird, in der man sich austauschen kann, in der Fragen gestellt werden können, wo ich dem Kunden Rahmen und Struktur biete und damit ganz viel abnehme an Leistung, was sonst eigentlich da noch so alles nebenbei läuft, aber doch sehr viel Energie frisst, die besser darauf verwendet werden kann, vernünftige Entscheidungen zu treffen, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und ja, also ich denke, dass dieser Austausch, einfach diese Resonanz sehr, sehr wichtig ist in dieser gemeinsamen Arbeit, die man eben nicht haben kann, wenn man alleine vor diesem Berg steht. Also schon auch ähnlich deiner Erfahrung, wie es dir gegangen ist in deinem Projekt, so geht es ist im Umgang mit deinen Klientinnen und Klienten genauso, dass man einfach immer sich braucht und diese Resonanz, diese Resonanz einfach, ne, das ist so vielleicht ein unterschätztes Phänomen, weiß ich gar nicht, ob es unterschätzt ist, aber man braucht sich einfach, ne, man braucht diese menschliche Komponente und manchmal braucht man einfach nur eine Erlaubnis auch, ne? So dass jemand sagt, hey, meinst du nicht? Das kann gehen. dieser Faktor Erlaubnis in unserem Beruf ist natürlich ein ganz entscheidender. Und darin spiegelt sich ja auch die Unsicherheit wider. Und wir haben alle
Unsicherheiten und wir haben auch alle Unsicherheiten bezüglich des, ist das jetzt in Ordnung, das habe ich letztes Jahr geschenkt bekommen und ne, also ja, klar. Da findet man sich dann in einem Gewissenskonflikt wieder und in dem Moment ist es super, wenn man da kurz Rücksprache mit jemandem halten kann und sich selbst dann die Erlaubnis geben kann, okay, gut, ich bin mir jetzt sicher, dass ich habe mich über dieses Geschenk gefreut in dem Moment, als ich es bekommen habe, aber jetzt gibt es trotzdem keinen Platz mehr dafür in meinem Leben und es ist in Ordnung und ich darf das weggeben. Darf das weggeben, damit ich mich wieder aufs Wesentliche fokussieren kann, ne? Wie wir vorhin gesagt haben, dass dann nicht so viel Störfaktoren, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen hart anhört für ein Geschenk, aber durchaus, wenn es einem nicht gefällt und da nur rumsteht, ist es irgendwann auch ein Störfaktor, ja? Ja, oder auch eben einfach an dem Punkt, an dem man sich im Leben dann gerade befindet, was nochmal damit zu tun hat, wie Pläne auch angepasst werden und eben zu schauen, also wer will ich denn gerade sein, wie soll mein Leben sein, wie möchte ich mein Leben haben und ist dieses Stück ein Teil davon oder war dieses Stück ein Teil der vergangenen 10 Jahre, aber jetzt geht eine neue Dekade los und da ist dieses Bild nicht mehr mit drin oder dieses Paar Socken oder was auch immer es ist, diese Vase. Das Gesamtbild, ob das dann noch stimmt, ne? Ob das auch wieder resoniert letztendlich. Ne? Das ist ja auch eine Resonanz, die da ausgeht, kann man so sagen. Wenn ich durch meine Räume laufe und denke, nee, dann ist es auch etwas, was mir vielleicht nicht gut tut, wenn ich daran leben und arbeiten und was auch immer möchte. Genau. Ja, dann schleppt man Ballast mit sich rum. So ist das. Das frisst Energie. Richtig. Du hast ja auch Philosophie studiert. Kannst du, wenn man überhaupt KonMari als Philosophie im eigentlichen Sinne vielleicht gar nicht betrachten kann, aber könntest du sagen, was deine ich begreife schon wieder vor, aber vielleicht kannst du mal sagen, deine Meinung dazu und im Prinzip deine Meinung dazu, was ist deine tiefgreifendste Erkenntnis aus dieser Methode, aus der KonMari-Methode? Ja, also Philosophie und KonMari haben ja tatsächlich nicht so wahnsinnig viel miteinander gemein, also zumindest ein Philosophiestudium. Aber für mich gibt es da schon einen Zusammenhang, weil ich Philosophie tatsächlich auch studiert habe, weil ich mich einfach schon immer dafür interessiert habe, wie man sein Leben eigentlich am besten lebt. Und da ist KonMari dann mit auf diesen Zug aufgesprungen für mich und hat mir da auch tatsächlich maßgeblich bei geholfen. Und ja, also mich interessiert vor allem dieser erstaunliche psychologische Effekt an der KonMari-Methode. Also als ich noch in Berlin gelebt habe und als Buchhändlerin gearbeitet habe und das Buch verkauft habe, noch nicht gelesen hatte, fand ich es total blöd und habe mit den Augen gerollt und dachte, meine Güte, aufräumen, das sollte man doch besser einfach machen und keine Bücher darüber lesen. Und dann ist es tatsächlich über diese Recherche zu Tiny Houses und so bin ich dann nochmal über Marie Kondo gestoßen und war dann sehr glücklich und dankbar über diesen Zufall, weil es für mich dann eben auch diesen life-changing Effekt hatte. Und ja, mir da einfach die Bedeutung oder ja, die tiefere, die dahinterliegende Kraft dieser Methode erst bewusst geworden ist und dass es eben jetzt nicht nur ums Falten und ums ein aufgeräumtes Zuhause haben geht. Also das halte ich tatsächlich für eher eine Nebensache oder es ist für mich ein nebensächlicher Aspekt, eine angenehme Nebenwirkung dieser Methode. Okay. Ich finde die Tatsache, dass man wirklich sein gesamtes Leben aufräumt, das hat was sehr Therapeutisches und es ist eben maximal praktisch. Also
Oft möchten wir was verändern in unserem Leben und das ist aber nicht richtig greifbar. Also da spielt sich sehr, sehr viel auf, ja, einfach nur auf der, also in Anführungsstrichen nur auf der geistigen Ebene ab. Und das, da sieht man nicht direkt die Resultate. Mhm. Und mit der KonMari-Methode, da passiert halt richtig was. Mhm. Also da hat man unter Umständen, wenn man fertig ist mit dem Prozess, später das Gefühl, man sei umgezogen, obwohl man sich immer noch in derselben Wohnung befindet. Mhm. Und oder hat wirklich große Entscheidungen für sein Leben auch getroffen. Mhm. Und ich möchte einfach nochmal auf diesen Fokus auch aufmerksam machen, den ich so an dieser Methode mag, dass der eben darauf liegt, auf dem, was bleibt und auf dem, was unterstützt und nicht auf dem, was man wegtut oder was man weggibt, dass das kein Wetteifern ist, also kein Contest. Wer am meisten wegschmeißt, hat gewonnen. Mhm. Und also wegschmeißen schon mal gar nicht. Also im besten Fall natürlich weitergeben und andere nutzen lassen. Ja. Mhm. Und auch, dass zu Beginn des Prozesses eine Vision entwickelt wird, so gut es geht halt. Ne? Und man damit die Verantwortung für sein Leben und die Gestaltung seines eigenen Lebens übernimmt und diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit macht, die so ungemein wichtig ist in meinen Augen. Mhm. Und ja, das sind so die Aspekte, die ich an der KonMari in Anführungsstrichen Philosophie so sehr schätze. Ja. Und für mich erkannt habe, für mich genutzt habe und auch weiterhin nutze und ja, hoffe da auch so viele andere Leute wie möglich dran teilhaben lassen zu können. Du hast es ja letztendlich auch genauso gemacht. Du hattest eine Vision, du ziehst aufs Land oder gehst aus der Stadt zurück aufs Land und hast es dann auch durchgezogen mit einigen Abbiegungen oder Umwegen, aber du hast es ja letztendlich genauso durchgezogen und bist, ja, am Ziel ist man wahrscheinlich sowieso nie, aber ja. Du bist jetzt an einem Punkt, wo du sagst, jetzt hier in dem Moment bin ich glücklich. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass man, dass es so individuell ist. Und das finde ich auch an der KonMari-Methode so, es ist mehr als charmant, es ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, das ist nichts irgendwie, was du 2 Monate nicht anhattest, das kannst du jetzt wegwerfen oder weitergeben, sondern das ist etwas, wo du dich mit dir selbst und mit deinen Wünschen und mit deinen Gefühlen und Emotionen auseinandersetzen musst und somit übst du ja auch sozusagen deine Selbstwirksamkeit oder du spürst im Laufe des Prozesses, in diesem aktivierenden Prozess des Aufräumens auch, hey, ich kann das auch. Ich weiß eigentlich, was mir gefällt. Ich weiß, dass mir das nicht gefällt. Ne? Das ist ja, genau. Also das ist tatsächlich auch noch eine Sache, die ich so sehr daran schätze. Und zwar, dass es keine von außen auferlegten Regeln sind, an die man sich da hält oder die einem dann eine Orientierung bieten, sondern dass der Maßstab man selbst ist und da eben auf diese eigene Stimme zu hören und auch darauf zu vertrauen, dass man selbst schon wissen wird, ob man absolut 3 Gabeln oder 30 haben möchte, ja, oder was auch immer es ist, anstatt sich eben immer nach diesem am Außen zu orientieren, sondern eben sein eigenes Ding zu machen. Genau. Das, da kann die Welt, glaube ich, mehr von gebrauchen, von Leuten, die auf ihre eigene Stimme hören, der vertrauen und dem dann auch nachgehen und das durchsetzen. Genau, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und begeistert mich auch immer wieder an der Methode, dass man ja, dass man individuell entscheidet und nichts von außen aufoktroyiert wird. Ja, Katrin, so schön war es mit dir zu plaudern über so viele Dinge.
du hast ja auch eine Webseite, ne? Wir sind jetzt schon fast am Ende unseres Gesprächs. Erzähl mal, wo man dich überall so findet, wenn man dich buchen möchte oder was von dir lesen möchte, kann ich auch sehr empfehlen übrigens. Lest Katrins Artikel, die sind wirklich herzerwärmend. Genau. Erzähl mal, wo man dich so findet und wo man dich lesen kann, besonders. Ja, danke schön. Also, man findet mich an unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Funktionen. Ja. In meiner Funktion als Aufräumberaterin findet man mich auf der Internetseite www.einfachklarheit.de und auf Instagram dazu unter meinem Namen @KatrinHasenburger zusammengeschrieben, Katrin mit TH und Hasenburger wie Hasen und Burger. Und ja, in meiner Funktion als schreibende Person findet man einmal meinen Blog über Landleben, Stadtflucht und was ich hier so erlebe auf der Seite www.brandenburgerfenster.com und auch das Brandenburger Fenster hat einen eigenen Instagram-Kanal, der da heißt Brandenburger Fenster. Mhm. Und ja, dann schreibe ich, wie gesagt, noch Artikel für den tollen Kalender von Ein guter Plan. Ja. Und die haben natürlich auch ihre Internetseite www.einguterplan.de. Und da gibt es einen Blog und da findet man auch einige Artikel, die sehr anders sind als das Brandenburger Fenster. Aber ja, da findet man auch Artikel von mir. Super. Ich verlinke das auch alles nochmal in den Shownotes, damit ihr das nachlesen könnt. Ja, und dann verabschiede ich mich von dir, liebe Katrin, und von meinen Zuhörern, von unseren Zuhörern für heute. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke und tschüss. Ja, soeben am Ende dieser Episode gelandet, bedanke ich mich für deine Zeit. Und ich freue mich, dass du heute mein Gast warst. Bei Fragen, Wünschen und Anregungen schreib an podcast@danielaslesak.com. Und falls es dir hier gefallen hat, lass mir eine Bewertung bei iTunes da. Außerdem findest du mich natürlich auf meiner Webseite danielaslesak.com sowie auf Facebook und Instagram. Und für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.